Ah ja, so müsste das klappen. Ha. Ja. Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Heute mal ein wirklich anderes Video. Es geht um den Punkt, was ist das richtige Schweißgerät für mich? Ich bekomme oft die Frage gestellt online. Ich bekomme diese Frage natürlich auch hier im Geschäft vor Ort gestellt. Und es gibt außer meine Videos sehr viele Seiten, wo auch eine gewisse Beratung stattfindet. Und ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und in der Regel, wenn wir ehrlich sind, jeder will ja sein Produkt verkaufen. Ich gehöre natürlich auch dazu. Ihr wisst, ich habe EWM im Programm und ich bin natürlich auch daran interessiert, ein EWM-Schweißgerät zu verkaufen. Ist doch ganz klar. Und so ist die Welt. So, ich möchte aber das ein bisschen besser machen. Ja? Nach bestem Gewissen, nach bestem Wissen, was ich habe, möchte ich heute mit euch ein Video machen, wo wir uns, ich sag mal, im ersten Faktor den Hobbyschweißer, den Anfänger anschauen. Und einfach schauen, was wäre jetzt das richtige Schweißgerät für dich. Vielleicht gehen wir auch ganz kurz auf die Techniken ein, aber dann geht es konkret darum, welches Schweißgerät. Ja, und ich sage es dir, ich komme da nicht direkt und sage, du musst jetzt eine Picomico oder eine T-Tex für ein paar Tausend kaufen. Nein. Ich möchte das so unvoreingenommen, wie es nun geht, machen. Dazu werde ich parallel hier am Rechner online mir Angebote anschauen. Wir werden uns natürlich auch eBay Kleinanzeigen mal anschauen. Ich weiß einfach anschauen, was gibt es denn da so und was würde ich jetzt dem Anfänger empfehlen. Ich würde das gerne so machen. Du bist jetzt ein junger Anfänger zwischen 18 oder 80 Jahre alt. Ja? Wir sind ja im Kopf alle jung und du möchtest mit dem Schweißen beginnen und deswegen wollen wir einfach hier, will ich quasi mir so eine Person, die ich vor kurzem hatte, so vor Augen führen und als wäre die Kamera nicht da und würde ihn gerne so unverbindlich und so gut es geht beraten und ihm ein paar Empfehlungen, wie gesagt, nach meinem Wissen machen. So, ich bin jetzt, ich melde mich jetzt mal hier an. Aha. Falsch. So, genau. Wir wollen heute auf jeden Fall ein paar Sachen klären gemeinsam und ich möchte wirklich mit diesem Beitrag dir helfen, dass du in diesem riesen Angebot, was online einfach da ist, ne, was einfach einen erschlägt, dass du da an Basis meiner Gedanken oder meine Empfehlungen weiterkommst. Ja, das heißt, du musst es nicht so machen, wie ich dir das hier zeige oder so entscheide. Ich sage nur, wie ich das jetzt einem Anfänger empfehlen würde. So. So. Ja, man muss das hier natürlich alles politisch korrekt sagen. Ich möchte keinem auf die Füße treten, aber ich möchte das unvoreingenommen, unverbindlich, wie es nur geht. Was heißt unverbindlich? So. Ich habe kein Interesse, mit diesem Video irgendwas zu verkaufen. Überhaupt nicht. Ich möchte einfach nur die Leute weiterbringen. Und das sehe ich für mich mittlerweile bei der Größe schon als Aufgabe. So. Ich gebe jetzt einfach mal... Ah genau, ich muss jetzt mal starten, dass der aufnimmt. Sonst seht ihr nichts. So. Genau. Wir nehmen auf. Okay, so. Erstens, ganz kurz, wir müssen ja auch ganz kurz entscheiden als Anfänger, was wollen wir machen? Elektrode schweißen, Mic-Mac schweißen, WIG schweißen, autogen schweißen, würde ich jetzt dem Anfänger nicht unbedingt empfehlen, fällt schon mal raus. Plasma schweißen, das ist auch relativ kompliziert, Laserschweißen für den Anfänger auch nicht so. Wir konzentrieren uns auf die drei Sachen, Elektrode schweißen, Mic-Mac und WIG. Es gibt natürlich auch Kombigeräte, die alles können. Aber da solltest du dir schon mal am Anfang so ein bisschen Gedanken machen, in welche Richtung willst du gehen. Wenn du jetzt natürlich, fang dir ganz banal an, ganz einfach, so günstig wie es nur geht, so einfach wie es nur geht, dann muss ich sagen, Elektrode schweißen, wobei die Technik da nicht immer so einfach ist. Aber schauen wir uns mal Elektrode schweißen an. Ja, Elektrode schweißen, eine Elektrode, die schmilzt dann ab. Du brauchst dafür sehr wenig Equipment, vernünftige Handschuhe, das Gerät, die Elektrode und natürlich ein Handschild oder ein Visier. Und wir geben mal bei der Google-Suche mal ein Elektroden-Schweißgerät kaufen. Ganz banal. Wir haben keine Ahnung und gehen online.
So, da kommt schon einiges. Ich sehe da schon ein paar Sachen wie, hier sind so Sachen wie Lorch, dann haben wir Zebora, oh, die gibt es auch noch. Mahe, glaube ich, die kenne ich auch noch. Wobei, dazu kommen wir gleich. So, jetzt gibt es natürlich sehr viele Anzeigen. Ja, und wie gesagt, jeder will ja seine Technik vertreiben nach gutem Gewissen und jeder will natürlich ja, quasi selbst weiterkommen und versucht natürlich sein Gerät so gut wie es geht zu verkaufen. Aber das blenden wir jetzt hier mal aus, komplett. Damit meine ich nicht nur mich, sondern überhaupt, wie gesagt, interessiert uns nicht. Wir sind voll und voreingenommen. Ich würde sagen, dass wir uns die Anzeigen, die sind ja gekauft, erst gar nicht anschauen. Ich bin auch kein Freund von Anzeigen, weil das ist halt noch mehr versucht und natürlich sich da vorne zu bewegen, ist natürlich ganz gerechtes Marketing, soll jeder machen. Aber wir gucken uns mal zu die ehrlichen Angebote an. Natürlich das erste, was kommt, ist eBay. Ja? Bei einem Elektronenschweißgerät, denke ich, ist die Plattform eBay absolut okay. Und da konzentrieren wir uns mal kurz drauf. Gehen jetzt mal auf eBay. So. Elektronenschweißgeräte. Alles akzeptieren. Ich akzeptiere euch alle. So. Ja, wir bekommen hier direkt schon eine große Auswahl, die auch nicht allzu teuer ist. Und ich würde sagen, dass wir uns mal so die ersten 1, 2, 3 Zeilen mal angucken. Und vielleicht diese Sortierung nachher mal ändern. So, wo geht's denn hier los? Schweißgerätewerte, Elektronenschweißgeräte, E-Hand, MMA, EGBT, Elektroden, Mini. 77,99 Euro, 152 Mal verkauft. Ob die Zahlen so stimmen, weil wer weiß, wird sehr viel natürlich auch manipuliert. So, das erste Elektronenschweißgerät. Ich sag mal so, habe ich kein Geld, ich muss schweißen, dann tut es wirklich auch Schweißgerät für 50 Euro. So, was sehen wir hier? Bei diesem kleinen für 77,99. So, die technischen Daten würden mich interessieren. IGBT-Technologie, das ist halt diese Inverter-Technologie. Ah, er hat schon eine Hotstart-Funktion für saubere Schweiß. Das finde ich gut. Hotstart heißt, dass der beim Zünden ein bisschen mehr Power gibt, dass der Prozess besser startet, dass du nicht kleben bleibst. Ich habe das Gerät jetzt nicht getestet. Ich kann es dir nicht sagen. Aber da steht es da und ich vermute, das wird es schon tun, sonst würden die das ja so nicht anbieten. Anti-Stick Arc Force, Anti-Stick sagt nicht kleben bleiben, Arc Force, genau, was war jetzt nochmal Arc Force, gucken wir uns das hier mal an. Abgeschmolzenes Material geht leichter auf das Werkstück über, ah ja, besserer Prozess, okay, verhindert das Erlöschen des Lichtbogens, okay, Lichtbogenlänge, wahrscheinlich, dass ich den Lichtbogen etwas länger ziehen kann, ja, sehr gut. Also es hat eine Menge Funktionen, die ein professionelles Elektronenschweißgerät haben muss. Es hat ein Display. Ich sehe, das Display ist auch relativ umfangreich. Der Punkt ist natürlich, man müsste das testen, um herauszufinden, wie gut ist denn das. Das Gute ist ja, wir haben einen Elektrodenhalter, Massekabel, wir haben so ein Schild. Schild reicht auch da schon, eine kleine Bürste, ein Hämmerchen. Wobei, das würde ich natürlich gegen einen ordentlichen Hammer und eine Bürste eintauschen, weil wenn du da mal richtig Schlacke oder Sachen entfernen musst, dann ist das alles nix. So. Wir haben 140 Ampere. So, jetzt kommt der Knackpunkt. Von 20 bis 140 Ampere würde ich hier sagen, maximal eine 3,2er Elektrode verschweißen. Eine 3,2 ist so die gängigste Elektrode, die sich so am einfachsten verschweißen lässt. Dann kannst du natürlich auch eine 2,5er Elektrode verschweißen, die sind aber relativ dünn. Und wenn du da mal eine Kehle schweißen musst, dann bist du natürlich mit einer 3,2 ein bisschen besser unterwegs. Aber das ist schon sehr grenzwertig. Ja, und dann haben wir bei 100% 93 Ampere, aber das ist ja schon, wenn er das hält, ist das gut. Also das heißt, wir haben hier so den Anfang mit 77 Euro, der wird es tun. So, der wird es tun, wir würden normale Elektrode schweißen und wir haben hier gewisse Funktionen. Okay, das war das erste Ergebnis. Gucken wir weiter, was haben wir als nächstes? Dann haben wir eins etwas teurer, 149 Euro, sieht aber sehr vielversprechend aus, weil da noch ein paar Sachen dabei sind. Und noch ESAP-Elektroden, gehen wir doch mal da rein. Was ist denn das? Der Punkt ist natürlich, wir müssen gleich mal gucken, wir können nicht auf jedes Angebot eingehen, weil dann wird das Video nicht eine halbe Stunde, nicht eine Stunde, dann wird das Video, keine Ahnung, eine Woche lang. Aber gucken wir uns das sieht sehr vollgepackt aus, interessantes Angebot, dreimal verkauft in den letzten 24 Stunden, oh, da brennt die Bude.
Aber gut, das Display sieht ja schon mal cool aus, vielversprechend, ne? So eine Anzeige, Digitalanzeige, ein Schild ist dabei und ein Automatikhelm, also einfach nur grandios. Also das Paket ist wirklich viel, wie gesagt, 149 Euro hier in dem Fall. So, und ich glaube, Schweißstrombereich 20 bis 330 Ampere. Das ist heftig. Wie soll das gehen mit 230 Stromversorgung, 230 Volt? Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, hier muss man schon ein bisschen nachdenken. Leute, wir wissen ja, ein Schweißgerät, was nur an einer Phase angeschlossen ist, da können wir im Elektrodenbereich vernünftig höchstens 150 Ampere rauskitzeln. Ja? Jetzt steht hier aber 330 Ampere. Okay, 330 Ampere. Ich vermute, das wird so sein wie bei dem einen kleinen Inverter, den ich schon mal hatte, wo einfach, da steht 220, aber am Ende waren es nur 110 oder 120. So, weil das kann ja nicht sein, wie soll der Nennstrom 330 Ampere da rauskommen? Wenn das der Fall ist, dann habe ich was verpasst. Aber das ist erscheint, dass das, wie gesagt, ich glaube, das ist unmöglich, dass da 330 Ampere rauskommen. Gut, müssen wir testen. Aber das Paket sieht gut aus. Lassen wir das mal alles weg. Es geht ja darum, der normale Anwender, der will da mal eine 3-2 Elektrode verschweißen. Wenn es jetzt nur die Hälfte macht, hier in dem Fall dann, sagen wir mal, 150, 165, dann wird es eine 3-2 Elektrode schweißen können müssen. Ja, das Zubehör sieht interessant aus. Was ist denn das für ein Gerät? Die Marke kenne ich ja noch gar nicht. Interessantes Highstart Anti-Stick Bogenkraftsystem, stabilisiert den Lichtbogen unabhängig von der Lichtbogenlänge. Ja, das kennen wir, wenn wir den Lichtbogen ziehen, aber da sehe ich das Problem, wenn ich den Lichtbogen zu lang ziehe, dann sprüht es mir zu stark, ob das Ergebnis dann so schön wird, muss man da so hinstellen. Okay, aber für 149 so ein Paketchen ist schon gut. Ja, dann haben wir hier etwas Interessantes von IPO Tools. Elektroneninverter E-Hand, IGBT, 160 Ampere, ja, das klingt mir schon nach der Wahrheit. Sieht interessant aus, weil für mich sieht das immer aus, als wäre das Ding umgefallen. Aber man muss ja nicht immer so sein wie die anderen. So, mit 114,99 Euro, natürlich sind die Preise jetzt auch alle gestiegen irgendwo. Früher hätte man sowas vielleicht günstiger bekommen können. Und wir haben hier im Paket ein Handschild. Wir haben Elektrodenhalter, Massekabel, alles was wir so brauchen. Die Bürste, das typische Elektrodenpaket. Und wir können loslegen. Ja. Wird es sicherlich bis da 3-2 Elektrode auch tun. Ja, wirkt jetzt okay, müsste ich mal ausprobieren. Wobei ich schon einige IPO Tools Schweißgeräte getestet habe, die waren okay. So, müsste ich wie gesagt testen, aber für den Preis okay. So, okay, sagen wir so, in dem Bereich, wenn wir jetzt irgendwo ganz günstig anfangen wollen, tut es sowas. Wir haben ja eine gewisse Garantie, wir haben ein Rückgaberecht, dann wird es tun. Wir werden, wenn wir da 2-3 im Jahr schweißen, wird es tun, sonst müsste man ja einen Test, einen Langzeittest machen. Also bis 100 Euro kriegst du schon was. Jetzt ist die Frage, wir sind jetzt etwas, ich sag mal, wir sind jetzt in der Forstwirtschaft, beziehungsweise nein, wir sind immer noch ein normaler Anwender. Wir haben, vielleicht betreuen wir dann ein Stück Wald und machen da Sachen für uns. Wir schweißen sehr viel draus. Wir wollen jetzt etwas an Gerät haben, was vielleicht, sagen wir mal, etwas stabiler ist. Vielleicht auch ein europäischer Hersteller, also so ein Magengerät Richtung Industriegerät. Wie sollen wir jetzt hier weiter vorgehen? Ich würde sagen, dass wir jetzt hier auf eBay klicken und geben ein, ja, mal sehen, was bei rumkommt. Profi. Ja. Manchmal hilft das. Man muss auch gucken, wie viel Profi dahinter ist. Profi Elektroden Schweißgerät. Oder Markenelektroden Schweißgerät. Okay, was ist das denn? Ein, ja, das ist auch wieder der ganze Kram hier. 85, 62 Euro. Ja, da liegen die alle. Vector Welding kennen wir. Eine Profi-Schweiß von ESAB. Oh, genau, von den ESAB-Sachen habe ich auch schon mal gehört. Die sehen nämlich cool aus. Ja. Die sehen cool aus, aber hier 379 Euro für ein Elektronenschweißgerät, was wir jetzt theoretisch so für 100 Euro bekämen. Was haben wir denn hier mehr? Ja. Ich
möchte behaupten, dass wir hier schon etwas mehr Entwicklung dahinter haben. Ja, dass das ein bisschen mehr Entwicklung dahinter ist. ESAP ist auch ein Name, brauche ich keinem zu sagen. Aber dann liegt das Ding schon bei knapp 400 Euro und wir bekommen auch einen Elektrodenhalter, eine Massekabel, aber sonst nichts. Ja? Sonst macht das Ding eigentlich einen coolen Eindruck und ich habe ja schon einige ESA-Plasmasteine getestet. Ich muss ehrlich sagen, die funktionieren. Also wenn wir jetzt Richtung Marke professionell gehen, dann ist 379 Euro schon ein schönes Paket. Eine ESA Rogue ES180i ist schon okay. Das wäre jetzt so der nächste größere Schritt, den man machen könnte. Richtung professioneller. Bis 180 Ampere. Eine 4er-Elektrode würde ich damit schon schweißen. Also interessant. Interessant. So, was haben wir hier noch Richtung Elektronenschweißgeräte? Sag mal so, was uns immer interessiert, ist so ein Elektronenschweißgerät, so ein Markelektronenschweißgerät, was sehr robust und zuverlässig ist, was von einem Markenhersteller ist und das vielleicht schon älter ist. Da fallen solche Namen wie Lorch, Fronius, Kempi, Merkle. Lasst uns das mal angucken. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt hier einmal in eBay Kleinanzeigen. Was ich so interessant finde, bis jetzt ist mir noch keine EWM begegnet. Vielleicht wollte ich die auch nicht hergeben oder wird gebraucht wenig angeboten. So, jetzt geben wir hier ein bei eBay Kleinanzeigen. Marken, mal sehen, was da kommt. Elektroden, Schweiß. Ja, ich sehe schon, das Video wird länger. Aber so ist das. Markenelektrodenschweißgerät. Okay, die ersten zwei Anzeigen können wir schon mal sparen. Ja, das ist typisch Anzeige. Mag sein, dass das okay ist, aber das ist halt Anzeige. So, so dann haben wir hier ein Elektrodenschweißgerät, voll funktionsfähig, Marke Kirr. Also für ein Markenschweißgerät, Marke Kier, keine Ahnung. S, jetzt wird es interessant. S, aber ich sehe schon auf dem Bild, das ist schon wirklich alt, das Ding. Ne? Elektrodenschweißgerät S. Ja, bis 135 steht hier. Sind das Stufen oder was ist das denn hier? Kleines 220 Volt Elektrodenschweißgerät bis 135 Ampere, Zubehörschutzkabel, Schlaghammer, Schutz, Handschuhe. Was ist ein Schutzvisier, 20 Kilo. Ich vermute, das Ding wird schon so ein Trafo-Ding sein, was auch richtig Gewicht hat. So, ich meine 70 Euro. Ja, ist halt, man muss jetzt wissen, wie alt ist das Teil. Ne? Es ist eine gute Marke, war früher auch sehr stark vertreten, ist ein bisschen zurückgegangen, gibt es aber immer noch. So, hier sind noch ein paar Angaben. Ja, da könnte man schon so anfangen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich so ein älteres Gerät hole, auch wenn das okay ist und funktionieren wird, und das ist halt so ein schwerer Trafo, den du 20 Kilo schleppen musst, dann gehe ich lieber zurück auf so einen günstigen, ich teste sie auch über ab und zu, diese günstigen 70 bis 100 Euro Elektrodenwerte wird es tun. Aber wir wollen ja etwas professioneller, so Richtung Rogue von ESAP oder wie gesagt andere Hersteller wie Fronius, Lorch, Merkle, Kempi, Jägler, da wollen wir ja hin, aber etwas Gebrauchtes, aber Gutes. Deswegen gucken wir jetzt weiter. Markenscheißgerät. Vielleicht müssen wir da auch schon so den Markennamen da hinschreiben, den ich gesagt habe. Aber das sind hier so Bilder alles von Neusachen. Ja? Wir wollen ja den Schnapper des Lebens. Deswegen machen wir mal so. Mal gucken wir jetzt mal EWM. Ja? EWM, auch mal interessant. EWM, eine Pico 160 Zell kann man bei mir haben. Aha, hier. Das sieht interessant aus. So eine gebrauchte EWM aus Neustadt. Gucken wir es mal an. Hier. Stick 200H. Ich war bei EWM damals, als die noch gebaut wurden, Leute. So alt bin ich schon. Nein, so alt bin ich nicht. So, Stick 200H Power Sinus. Ja, so alt ist die noch nicht. Die sieht okay aus. So, was haben wir hier für ein Typenschild? Kann man hier noch sehen? Ja, so ein Typenschild. Kann man hier Baujahr sehen? 090 Stick 200H. Wir haben 200 Ampere, das ist schon mal ordentlich. Da kannst du auch ordentlich mal eine... Mit 200 Ampere können wir schon eine 6 Elektrode mal schmeißen. Aber dann hört es auch meistens auf. Aber dann kannst du dir sicher sein, dass wenn du eine 3, 2 oder eine 4er verarbeitest, dass das Ding noch tut. Was interessant ist, dass das einphasig ist.
230 Volt Gerät. Aber wenn ich nicht falsch liege, weil das wahrscheinlich noch eine Trafo-Maschine ist, kann sie das. Jetzt müsste ich mal kurz rausfinden. Ah, die hat sogar eine Hotstart hier. Kann ich einstellen, sogar eine kleine Schweißlampe habe ich hier. Ja, das sind so, die Bilder sind so. Rutilzellulose kann ich stellen sogar. Das sind sogar Anschlüsse. Also macht guten Eindruck. Die Frage ist natürlich, funktioniert das? Gucken wir kurz in die Beschreibung. Verkaufe euch hier eine Wärmewertestick 200 H Power Sinus. Die Maschine ist in super Zustand, funktioniert alles. Okay, wir müssen es darauf verlassen. Aber hier stehen 350 Euro. Ich denke mal, das hat damals locker mal ein Tausender gekostet. Wäre eine Überlegung wert, weil dann kannst du sicher sein, dass dieses kleine Trümmerteil da ordentlicher abgeht als so ein ganz günstiges 50 Euro Ding, was ja nur so klein ist. Ich denke, das ist hier Power Sinus. Ich würde gerne reingucken bei der Power Sinus. Wie ist die denn aufgebaut? Ist die Power Sinus noch Trafo oder Inverter? Ich denke, es müsste noch Trafo sein. EWM Power Sinus. Power Sinus 200H. So ist die doch. Oder irgendwelche Unterlagen. Irgendwelche Unterlagen. Ja, das ist hier. Das kenne ich noch. Triton Inverter Stick. Ist das denn hier? Euro 90 Euro? Was ist denn das? So 90 Euro. Siehe mir. Okay, das muss ja so ein Funk. Ja, ich vermute, das wird auch so ein Trafo sein. Da wird so eine dicke Spule drin sein. Das Gewicht wird auch wahrscheinlich daherkommen. Aber das sieht schon interessant aus. Was haben wir noch in dem Bereich? Was haben wir denn noch Gutes, Gebrauchtes in dem Bereich? Okay, das ist neu so. Dann gib mir mal ein Lorch. Lorch, elektronisch was gibt. Da gab es nämlich viele. Lorch hat sich auch sehr viele auf diesen normalen Anwender. Ja, genau, die kenne ich noch. VB steht hier, wird aber ein gutes sein. Lorch Elektronenschweißgerät, schon diesem Kunststoffgehäuse, aber ist schon etwas älter. Guck mal, du kannst sogar umschalten von einphasig auf dreiphasig. Sieht sauber aus, sieht okay aus. Ja, hast du hier noch so einen Drehregler, aber lass dich von diesem Kunststoffgehäuse nicht täuschen, das ist schon etwas älter. Die Frage ist dann immer, funktionieren die dann noch? Wenn die sagen, ja, was ist, wenn es ausfällt? Bin ich bereit, das Geld jetzt dafür auszugeben? Das ist natürlich die Frage, ne? Aber es ist trotzdem interessant wegen dieser Multifunktionsfähigkeit, ja, dass ich da quasi schalten kann. Ja, so, was haben wir hier? Verkauft wird ein Elektronenschweißgerät von der Firma Lorch. Interessant ist halt, wie gesagt, einphasig oder zweiphasig. Das ist schon eine Weile nicht mehr gelaufen. Aha. VB, aha, okay, das musst du dann mit ihm ausmachen. Könnte man mal probieren, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, gibt man sowas auch schon schnell leicht in Stand gesetzt. Und ich weiß, dass unter euch viele sind, die das auch drauf haben. Hier, Lorch Elektronenschweißgerät, Schweißapparat für 400 Euro, ein größeres Ding, ja, so ein farmeres Ding. Wird natürlich Trafo sein, also schwere Spule drin, keine Inverter-Technologie. Ja, die Bilder, was sagen uns die Bilder? Ja, wenn es funktioniert, funktioniert es, aber es macht schon ein bisschen, oh, ist schon ein bisschen älter her. Wow, ja, kann ich das hier sehen? Nee, leider nicht. Vielleicht aus der Nummer könnte man das rauslesen, da muss man sich ein bisschen schlau sein, aber ja, 400 Euro. Guter alter Lorch, funktioniert einwandfrei, hat enorme Leistung, ja, das glaube ich. Ja, mit dem Baggerlöffel glaube ich, das Ding wird die Leistung haben. Ja, das heißt, wenn du wirklich so ein Schweißgerät benötigst, was richtig Power haben muss, dann ist das schon nicht verkehrt für 400 Euro. Die Frage ist natürlich, wie viel Leistung hat das Ding? Was kriegen wir für 400 Euro? Das Thema ist, das Schild ist so schlecht, dass wir da nicht mehr, doch hier, 340 Ampere bei 100%. Und mehr können wir hier nicht sehen. Das heißt 340 Ampere. Ach, das Ding hat 340 Ampere und hat auch 100% Einschaltdauer. Das kann durchaus sein. Ja, also 340 Ampere, das ist ordentlich. Mehr brauchst du eigentlich nicht beim Elektrode-Schweißen. Interessant. Okay, so, jetzt noch eins mal zum Vergleich. Gucken wir uns mal eine...
Ja, für gebrauchte Sachen denke ich, eBay Kleinanzeigen ist schon interessanter, weil bei eBay, bei dem großen Portal, ist halt sehr viele Aktionen sofort verkauft. Das ist schon dann professioneller. Wir sind ja der kleine Anwender. Gucken wir uns mal eine Merkle an. Merkle Elektronenschweißgerät. Was gibt es denn da? Gebrauchtes Gutes. 500 Euro noch verpackt. Ah, 450. Ah, schon ein Tick Schweißgerät. Wir brauchen ein reines Elektronenschweißgerät. Okay, es sieht nach neu aus. Nichts Gebrauchtes. 600 Euro, das ist jetzt auch nicht unbedingt in die Richtung, die wir gehen wollen. Was haben wir noch? Geben wir mal ein Campy. Gibt es was Gebrauchtes von Campy? Elektronenschweißgerät? Nur neu, neu, neu. Ja, eBay Kleinanzeigen auch schon voll geknackt mit neuen Sachen. Genau, Campy Schweißgerät, Schweißtrafo 200. So, eine Tran 200. Ist das eine Campy? Steht hier eine Campy. Aber dass die Tran heißt, das wusste ich nicht. Doch, Campy, hier ist das Logo. 200 Ampere Elektrode schweißen. Voll funktionsfähig, ohne Massekabel, okay. 32 Ampere Stecker, okay, dreiphasig. 16 Ampere machen, so. Bei 200 Ampere, okay, 16 Ampere Stecker würde ich auch akzeptieren. Ja, ist halt ein großes Ding, aber da kannst du von ausgehen, dass das Ding Power hat, ne? Aber auch alles viel zu groß alles, ja. Also was haben wir heute für uns rausgefunden im Elektrodenbereich? Will ich ein bisschen rumprobieren, ein bisschen Spaß haben. So ein kleines Ding bis 100 Euro, neu tut es. Will ich ein bisschen mehr Leistung haben? Will ich ein bisschen mehr, naja, wie gesagt, zuverlässige Leistung haben, wo ich weiß, das Ding, da muss ich einen guten Gebrauchten suchen und da kriegt man schon einen. Das Einzige, was mir nicht gefällt, dass die schon alle recht alt sind. Und sobald es dann Richtung hier sowas geht, macht schon frischer Eindruck, wird auch schon älter sein. Ja, wird schon älter sein. Hier 350 Ampere. Aber wenn sie es tut, dann tut sie es. Ja, ist ein ordentliches Ding. Da kannst du alles mitschweißen. 650 Ampere, 650 Euro muss man schauen, ob man das so bereit ist auszugeben für ein älteres Gerät. Aber du musst eins wissen, wenn du dir heute aktuell ein 350 Ampere Schweißgerät holst, Fronius, EWM, Lorch, und wenn es da noch so gibt, dann bist du schnell 3.000, 4.000 Euro los, wenn das noch reicht. Ja, dann kann man ja so auch starten. Finde ich okay. Das wird es auch noch tun, wenn das eine Trafospule ist. Min-Arc 350 bis 350 Ampere. Ja, dann kannst du sehr lange nonstop 3,2 Elektroden schweißen. So, also für Elektroden schweißen ist die Auswahl jetzt nicht so riesig. Ich gebe dem noch eine Chance. Fronius. Fronius. Was gibt es denn da? Elektronenschweißgerät. Gebrauchtes. Ah, hier. Guck mal, da gibt es schon ein bisschen mehr. Ah, und was mich interessiert, ist das hier. Das in Eilertchen. Ist gar nicht so weit weg von uns. Ja gut, klar, eBay Kleinanzeigen guckt ja, versucht ja ein bisschen in der Nähe zu gucken, wobei ich habe das hier offen gelassen. Er soll überall gucken. Fronius, ah, ist eine Victic DC Schutzgasschweißgerät Trans-Tick 2200 für 890 Euro. Mhm. Ja, das ist eigentlich schon ein vollwertiger WIG-Inverter mit einer Elektrodefunktion. Ich denke, hier können wir auch diese Brücke schlagen zum nächsten Punkt. WIG-Schweißgeräte, gute Gebrauchte, gucken wir uns gleich auch mal in aller Ruhe an. Also mit der Elektrode würde ich jetzt hier abschließen, habe ich ja genug zu gesagt. So, das erste interessante Angebot mit WIG für 98 Euro, sieht aber halt schon so ein bisschen mitgenommen aus, war ja wahrscheinlich auch viel unterwegs, wobei so mitgenommen sieht es jetzt auch nicht aus. So ein Elektrodenhalter, interessanter Elektrodenhalter hat das Ganze. So, WIG-Brenner ist dabei, sieht okay aus, wenn es funktioniert, dann ist das doch gut. Was steht in der Beschreibung? Wir stellen, also, hallo, zum Verkauf steht der Fronius Transtick 2200, das ist voll funktionsfähig. Ich habe zwei Geräte, deshalb wird dieses nun wieder verkauft. Es kann gerne vor Ort getestet werden, es wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Hatte leider nur die Screenshots. Okay, wenn es funktioniert, ist das gut. Der Fronius ist ein sehr gutes Schweißgerät, brauchen wir nicht drüber zu reden. Deswegen auch der Preis, 890, aber du bekommst hier eine WIG-Maschine, 2200, was bedeutet das? Hat die 220 Ampere, kann gar nicht sein, ist ja nur mit diesen Bezeichnungen der Schweißgeräte bin ich manchmal echt, 2200, was bedeutet 2200? Hat die 2200 Ampere oder was?
Nein, müsste man gucken, aber ich vermute, das wird so eine 200 Ampere Maschine sein. Kein typisch Bild, müsste ich mich weiter schlau machen. Ja, aber hier 890 Euro, aktuell steigen ja die Preise überall, ist das gar nicht so verkehrt. Wobei ich natürlich hier handeln würde, weil das nicht mehr aktuell ist, also nicht mehr ganz so frisch. Weil für 890 Euro, jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, wenn wir jetzt mal in diesem Bereich sind, Wigschweißen, die gute Mitte, 890 Euro, machen wir mal eine Brücke, was kriegen wir für 890 Euro im Wig-Bereich, wenn es neu ist? Und da habe ich einen Tipp, das müsste Migatronic sein. Migatronic. So. Genau. Migatronic. Und jetzt gehen wir mal Tick. Tick, einfach mal Tick. So, Migatronic Tick. Ich glaube, das ist interessant hier. 940. So, 940. Guck mal. Für 940 Euro kriegst du schon so eine Migatronic. Ja, und die ist neu mit Brenner. Da ist alles neu. Da ist so eine gewisse Garantie und Gewährleistung und alles. Ja. Wobei das hier ist jetzt keine. Ich mache jetzt keine Kaufempfehlung, dass du jetzt unbedingt hier hingehen sollst und hier kaufen sollst. Ich zeige einfach, was es so für Angebote gibt. So kann ich das denn nicht schließen? So kann ich hier nicht zurückgehen? Okay, gut. Migatronic Shopping. Kann man ein bisschen so gucken, wer so günstig anbietet. 899. Ja, das geht doch schon so in diese Richtung. 899. Ja, der verkauft auch Wasserhähne. Okay. Scheint sich spezialisiert zu haben auf Schweißtechnik, aber gut. Ja. Da kriegst du einen Wigginverter. Jetzt ist der Punkt, wahrscheinlich ist das nur mit 160 Ampere. Ja, 160 Ampere, aber das reicht im Wig-Bereich schon. Und zum elektronischen Schweißen, wenn es bis 160 Ampere geht. Manchmal gehen die dann nur bis 150, aber die passt. Dann muss man sich die Frage stellen, die Fronius gebraucht, die wahrscheinlich schon ein paar Jahre alt ist, oder so eine neue. Wobei, ich glaube, die Technik in der Fronius wird eine andere sein. Ich denke schon höher als bei der Migatronic. Für den Preis Ursprungsland ist natürlich so eine Frage, wobei Migatronic auch sehr gute Schweißgeräte macht, auf dem professionellsten neuesten Stand, kann ich auch nur empfehlen, habe ich auch mal getestet, da machst du auch nichts mit Verkehrs. Es gibt welche, die sind dann bereit für einen Markennamen, was dann gebraucht ist, eher das Geld auszugeben, als für eine Marke, die vielleicht noch nicht kennen, aber dann neu ist. Ne? Ihr versteht, was ich meine, aber dann. So, was kriegen wir denn, wenn wir jetzt ganz günstig gucken wollen? Ah, da finde ich Amazon immer so toll. Amazon. So, geh mal ein. Das war übrigens mein erstes Video mit, gehen wir mal, Tick 200. Tick 200 DC. Wir bewegen uns im DC-Bereich, wir kommen gleich zum AC-DC-Bereich. Tick 200. Ah, das macht Spaß. So, Tick 200. Was gibt's denn so? Okay, 400 Euro. Das ist aber nicht das, was ich so gesucht habe. Aber hier gesponsert. Hier, ich würde sagen, wir gucken uns mal das hier mal an. So, Amazon, das erste Ding. 200 Ampere für 234 Euro. Sieht jetzt okay aus. Ja, guck mal. Wir können auf Elektrode umschalten, wir können auch auf Wick umschalten, auf in Englisch heißt es Tick. Wir können Ampere verstellen und wir können die Gasflow, genau, Nachströmzeit einstellen. Das ist alles. Mehr braucht man eigentlich auch nicht beim Wick-Schweißen. So, jetzt packen die da noch so ein Schild dabei, wobei im Wick-Bereich würde ich das natürlich sofort entfernen. Du brauchst ein Automatik-Helm beim Wick-Schweißen, damit du die Hände frei hast. Wie willst du denn mit Handschellen, Brenner und Wick? Ich denke, da konzentrieren sie sich dann natürlich eher auf das Elektrodeschweißen mit diesem Handschellen. Wobei hier in dem Fall, wenn du im Wick-Bereich gehst, ey, unbedingt ein Helm. Wenn er nicht automatisch ist, wenigstens mit einer Dunkelstufe, ganz klar, aber es muss ein Helm sein. Du kannst das ja nicht von Hand machen. So, siehst du, er hat ja auf dem Werbebild ja auch einen Helm an. So, 234 Euro, da geht's los, meine lieben Schweißtechnik. 234 Euro musst du investieren, plus die Gasflasche, dann kannst du wigschweißen, den Helm nicht vergessen. Das würde ich, wenn ich jetzt wirklich jemanden, der zu mir kommt und sagt, Igor, ich habe null Geld. Wenn ich jetzt einen Euro ausgebe, meine Frau killt mich, Situation ist schwierig, ich habe null Geld, was mache ich? Dann sage ich ihm, wenn du ein ordentliches wigschweißgerät haben willst,
was eine HF-Zündung hat, was hier auch steht, ne? HF-Zündung, was ja wichtig ist, berührungslos zünden, hast eine professionelle Wickmaschine. Hypotools ist jetzt nicht unbekannt, ja, Manfred Welling macht das sehr oft, Test dazu, das wird okay sein. Und ja, und hier kommen schon die nächsten Kandidaten, Stahlwerk dürfen wir unbedingt nicht vergessen, Stahlwerk gehört hier mit ins Video hinein, weil die haben auch richtig geile, knackige Angebote. So, 234 Euro, da geht's los, gucken wir mal TIC 200 bei Stahlwerk mal, Geh mal einfach in Stahlwerk, hat auch im Amazon einen Shop. Geh mal Stahlwerk ein. Stahlwerk, Schweißgerät, WIG. Mal gucken, was kommt. 429 Stahlwerk WIG, aber das kann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Mal gucken, mal Pulsfunktion, MMAE hand Profi WIG. Okay, 429, das wäre so die nächste Stufe. Wobei, die haben hier auch eins für 329. So, das würde ich mal beide angucken. So, fangen wir an mit 329. Das wäre jetzt quasi die nächste Stufe, ja, von der Hypotools. Nächste Stufe, dann Stahlwerk. Kein Alu. Das finde ich gut. Die schreiben da kein Alu, weil genau, das ist nämlich der Punkt. Viele wissen gar nicht, WIG-Schweißen, DC-Bereich, Stahl, Kunikel, Stahl, Kupfer, Titan, kein Alu. Und da sind die schon so ehrlich und schreiben das rein, weil du brauchst beim Alu ACDC. Das wäre jetzt das nächste Angebot, aber dazu kommen wir gleich. So. Erstmal hier, gucken wir mal hier rein. Was kriegen wir denn hier? Stahlwerk DC WIG 200 SDG Kombi Schweißgerät für 200 Ampere. 329 Euro. Plus Stahlwerk sagt ja immer, die geben diese 7 Jahre Garantie. Das ist, ah ja, genau, steht hier als allererstes. Das ist natürlich immer, da sprechen viele von. Ne? Das ist natürlich so ein Faktor, wo man dann das schon akzeptieren sollte, wenn das halt mehr kostet. Ne? Guck mal, auch alle Funktionen, Anti-Stick, Eifzündung. Macht auch einen guten Eindruck. Ja, guck mal, wir haben hier Schweißstrom, Gasnachströmzeit, WIG, MMA, Zweitakt, Viertakt hatte schon, hatte das andere nicht. Zweitakt, Viertakt, quasi Brennertaste halten oder nicht halten. Dann haben wir ein umfangreiches Zubehör mit Verschleißteilen, der Brenner macht einen guten Eindruck und so weiter und so fort. Wobei, wenn du so kleine handliche Brenner hast, kannst du dir auch bei mir gerne so einen Bausatzbrenner holen, auch sehr günstig. Ja. Das war jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber verzeiht mir, so ein Bausatzbrenner kostet auch nicht die Welt. Ja. Musste ich jetzt hier einwerfen. So, das ist interessant. Ja. Das heißt, beim WIG-Schweißen kriegen wir schon was Ordentliches. So, dann haben die noch eins, was von dir auf 400, auf 100 Euro mehr, aber das kann halt Puls. Ja. Das heißt, dieser Wechsel, dieser Automatikpuls. Es ist kein Schwachsinn, es ist schon interessant. Habe ich euch in allen Videos mal bei einer Pico-TIC auch gezeigt, was die Pulsfunktion so kann. Ne? Also nicht unterschätzen. Wenn ich dann so ein bisschen mehr ins Professionelle gehe und die Schweißnähte vielleicht ein bisschen besonders anders machen will im Pro-Nickel-Stahl-Bereich, dann schadet Puls nicht. Gut, das war jetzt, wir sollten im DC-Bereich kommen, deswegen diese AC-DC-Geschichte gucken wir uns gleich mal an. DC-Bereich, was haben wir denn noch im DC-Bereich? TIC 200, nochmal Enter hier bei Amazon, bleibt mal bei Amazon. Wie gesagt, es sind sehr viele Plattformen. Ich will jetzt hier nicht in der Google-Suche TIC 200 eingeben, weil dann ist Land unter. Das ist so viel Angebot. Ich kann hier nur eine kleine Schicht mir jetzt rausnehmen und das mal ganz realisieren, da mal reingucken, was es halt so gibt. Und meine Meinung gleichzeitig dazu sagen, und ich bin jetzt voll da, ich sag, wie es ist. Ja, voll uneingenommen, wie es ist. Gut. Das ist jetzt natürlich so ein Ding, ich weiß nicht. Das ist jetzt natürlich so ein Teil, das müssen wir uns mal angucken. Ah ja, okay, pass mal auf. Sieht wild aus, ja, ganz viele Regler. Sieht wild aus, ein HST-Tick. Hatte früher Stahlwerk auch sowas beim Programm, die haben sich aber verändert, weiterentwickelt, sowas machen die nicht mehr. Aber hier ist der Punkt halt. Warum gibt es das? Weil du hier quasi 499 Euro ausgibst, du kriegst aber eine AC-DC. Da wollte ich jetzt nicht hinkommen, das sollten wir uns mal bemerken. Für 500 Euro eine AC-DC, Halleluja, zu den aktuellen Preisen ist das schon natürlich heftig, kannst du an und schweißen. Aber das mit den Reglern, das ist... Geht sicherlich, funktioniert sicherlich, ja, das günstigste Einstieg in AC-DC, aber kommen wir gleich zu. So, wir wollten ja noch im DC-Bereich noch was Interessantes finden. Was ist denn das hier? Sparen Sie 9%? Was ist denn das hier für 208 Euro? Das günstigste Schweißgerät der Welt oder was? Im WIG-Bereich? Nein.
HF-Zündung, 200 Ampere, ich gehe schwer davon aus, das ist ein DC, ja, kannst nicht viel einstellen. Ein Wiltec, Schlauchpaket, okay, so ein Ami-Schlauchpaket, ja, wird es tun. Also wir haben das günstigste Angebot des Tages gefunden, für 200 Euro Wick, 200 Ampere. Was kann ich mit 200 Ampere schweißen im Wick-Bereich? Du bewegst dich eher so im 140-150 Ampere-Bereich unterwegs, da kannst du schon Flachstahl miteinander schweißen, vielleicht ein bisschen mehr Leistung brauchst du da schon, aber ich würde sagen, dass das hier für den normalen Anwender absolut ausreicht. So, das war jetzt, wo ist mein Angebot, Amazon, hier. So, das gibt's auch, wobei ich kenne das nicht, müsste ich testen, ja, da würde ich eher zu dem tendenzieren, was ich schon mal in der Hand hatte, und das war jetzt diese NTF, IPO Tools im günstigen Bereich, Stahlwerk, das hatte ich schon mal alles in der Hand gehabt, da kann ich was zu sagen. Was haben wir denn hier noch? Ein Magnum, 710, okay, ist ja schon Mag. Ich wollte ja Wick. Weitere Ergebnisse. Da muss doch mehr Ergebnisse geben. Moment, Wick Schweißgerät. Geben wir es mal richtig ein. Da ist die Suche bei Amazon jetzt besser geworden. Ja gut, Stahlwerk ist natürlich hier stark, stark präsent. Stahlwerk macht einen guten Job, was Marketing angeht. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich glaube, bei ARD und CDF habe ich auch schon mal gesehen. So, aha, okay, das ist eine ACDC, da will ich noch nicht hin. Hier, guck mal, was ist das denn? Ein Yes Welder 185. Sieht aus wie ein, da gab es so einen Japaner, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Japaner gab es da, der sieht danach aus, dass die sich da anlehnen, aber das ist wahrscheinlich die, weil diesen Japaner, den ich jetzt im Kopf habe, das ist ein hochwertiger. Gut, 195 Euro, 185 Ampere. Dann müssen wir jetzt mal kurz im DC-Bereich Wick mal kurz ins eBay Kleinanzeigen rüberspringen und uns angucken, was wir im Wick-Bereich Gutes im DC-Bereich bekommen für 200, 300 Euro Arbeitsmarke. Ja, und das Phänomen, weil man da keine EWM findet, eine gute gebrauchte zum günstigen Preis, weil eine gute EWM gibt keiner her. Das ist aber bei der Lorch, bei der Fronius auch so, sehr selten zu bekommen. Wick Schweißgerät. Ich gebe jetzt, fange jetzt direkt, hier, guck mal, das ist gut. Ein Rehm, genau, gucken Sie mal, ein Rehm, auch gut. Auch gute Geräte, Markenname, kannst du dich darauf verlassen. Genau, Schweißkraft ist eine Anzeige. Schweißkraft gehört, glaube ich, auch zu Rehm, wenn man da guckt online. Eine Fronius, aber ich habe eine Rehm eingegeben. Wieso kommt hier eine Fronius? Eine Rehm eingegeben. Ah ja, hier ist neu, neues Bild. Hier, Rehmtag, genau. Ja. Jetzt sehen wir hier die erste ordentlich gebrauchte Rehmaschine, aber wir sehen auch hier direkt den Preis. Ja. 1200 Euro. Und wenn du gut bist, für 1200 Euro findest du schon ein neues, gutes Schweißgerät. Neupreis 2600 Euro. Was? Das hat doch nie im neuen Leben neu 2600 Euro gekostet. Vielleicht noch mehr Zubehör gewesen. Also das ist schon heftig. Also Rehm ist nicht günstig hier in dem Fall. 1200. Wenn ich jetzt Profi bin und ich brauche professionelles Werkzeug, würde ich hier schon mir das Ganze angucken, vielleicht noch verhandeln. Aber da kriegst du heute schon von guten Herstellern, Markenhersteller aus Europa, für die, wenn du ein bisschen drauflegst, keine Ahnung, 300, 400 Euro, kriegst du schon ein neues Gerät. Ja. Das ist ja die volle Garantie, da muss man ein bisschen mitdenken. Da muss man sich natürlich Gedanken machen, wobei das Gerät sicherlich das Geld auch wert ist. Ja. Wenn du so ein bestimmtes Gerät suchst und du willst jetzt, ja genau, sollen wir mal gucken, was eine Rehmteige eigentlich aktuell neu kostet. Dann können wir ja gucken, ob der Preis gerechtfertigt ist. Wie ihr seht, sehr viele Angebote. Ja, sehr, ja genau, das Design hat sich da geändert. Und jetzt guck. Ein Rehm Booster Pro 230. Ist das ein reines Elektronenschweißgerät oder was? Sieht nach reinem Elektronenschweißgerät aus. Okay. Was haben wir noch? Genau, so diese ganzen Tests, die da angeboten werden, traut nicht immer diesen Tests, die da so geschrieben sind online, weil dahinter ist immer Marketing, dahinter ist immer Eigeninteresse. So, Rehm Tiger 210, ACDC, nein, ist das eine ACDC gewesen? Ach Quatsch, ist doch keine ACDC, die müsste doch größer sein.
dann wird natürlich der Preis. Die Sprache. Dann wird der Preis der Hammer. Ne? Da müssen wir mal gucken. Aber steht hier nicht. Ah, eine DC. Entschuldigung, ich hatte doch gerade den DC gesagt. DC, ja gut, das ist ein AC/DC. Da hätte ich vielleicht selber jetzt gerade drauf gedrückt und gekauft. Das ist eine reine DC. Eine reine DC. So. Gehen wir auf Shopping hier. Okay, Rewe ist halt nicht günstig, ja? Ich glaube, das ist so die erste aktuelle. Genau. Da kriegst du quasi eine neue mit dem Farbdisplay, so wie ich das hier sehe. Erlaub, komm, Cookies nicht, bis der Arzt kommt. Guckt euch an, der Igor war bei euch auf der Seite, ist mir egal. Habe ich ja auch. So, 1,8. Eine DC, ja? Aber ich denke mal, das sind so Bereiche. Im DC-Bereich, die Zielgruppe, die ich ja gerade mit den Heimwerkern normal anwende, anspreche, will natürlich schon alles jenseits von Gut und Böse. Das wollen wir nicht. Deswegen kommen wir zum kleinen Fazit und im nächsten Teil werden wir uns mal die Mic-Mac-Geräte anschauen. Jetzt kommen wir zum kleinen Fazit und zwar, wenn du Einsteiger bist, hast kein Geld im Elektrodebereich, ihr habt es gesehen, 100 Euro hast du eine Ausrüstung, kannst du loslegen. Willst du einen Markennamen, musst du schon 300, 400 Euro ausgeben, dann hast du aber ein Trümmerteil, was auch richtig fette Elektroden macht. Ja? Und wenn das ein gutes Gerät ist und wenn es gut funktioniert und drauf kannst du davon ausgehen, dass das auch die nächsten Jahre weiterhin funktioniert. Vielleicht mal aufmachen, reingucken, bevor man das so mitnimmt. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Prüfsiegel, vielleicht war das irgendwo schon im Service. Und was soll bei so einer Kupferspule da kaputt gehen? Wobei, Achtung, es gibt auch Aluminiumspulen, ne? Da muss man genau gucken, was da drin ist. Aber auf jeden Fall, du hast hier eine Preisspanne von 100 bis 400 Euro und da kriegst du schon was. Auf jeden Fall für Elektrodeschweißen. Im WIG-Bereich, wie wir sehen, springt das ganz schön hin und her. Aber wir können für 200 Euro schon WIG schweißen. Ich habe diese 200 Euro Geräte schon getestet, die tun es auch. Die haben natürlich ein paar Nachteile, ja. Gibst du ein bisschen mehr aus, da kriegst du auch die Pulsfunktion so im Bereich 300 bis 400 Euro. Und wenn du ins Professionelle gehen willst, wie du siehst, dann glänzt du automatisch bei Lorch, Fronius, Campy, Jekler. Da gibt es sehr viele Namen. Ich müsste jetzt googeln, was das noch alles für Namen gibt. Aber ja, es gibt natürlich auch eine gute EWM. Ich kenne mich da sehr gut aus. Und zwar eine Picotec. 200, ja, das geht schon Richtung Eigenwerbung, aber ich muss das sagen, weil ich ja jetzt wahrscheinlich auf meinem Shop lande. Das ist halt so im WIG-Bereich. Picotec 200 DC Puls, EWM hätte ich da vorschreiben sollen, aber hier komme ich auch direkt. Dann habe ich ja alles richtig gemacht bis jetzt, ja. Ja, auch direkt meine Fresse hier, die möchte ich jetzt nicht sehen. Ich sehe sie jeden Morgen im Spiegel. So, hier hast du schon so ein Paketchen, ja. Für 1500 Euro, da hast du auch schon Binsenbrenner, Massekabel drin, genau. Ist halt neues Gerät, 5 Jahre Garantie, aber das ist schon High-End-Industrie. Ja. Kannst aber auch, wenn du jetzt, sagen wir mal, älter bist, kannst du es auch vererben. Ja, das ist der Punkt, das war jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, diese Aussicht, kleine Auswahl, bringt dich weiter. Man sieht, wie man da so online vorgehen kann, um sich was rauszusuchen. Das heißt für dich, du musst dir klar werden, will ich jetzt, bleibe ich bei einem ganz günstigen und das reicht mir jetzt auch, wie gehe ich mehr ins Professionelle, muss ich schon nach Marken gucken, ja, und den Markt findest du online raus. Wenn ich jetzt die Marken wieder aufzähle, dann heißt das, ich bin vielleicht voreingenommen, ich müsste jetzt alle Marken erwähnen, aber ich habe ja so ein paar Marken schon genannt, da kannst du dich ein bisschen orientieren. So würde ich jetzt vorgehen und suche, ja, so würde ich da jetzt vorgehen. Vielleicht bringt dich das weiter. Ja, es war ein spontanes Video, so wie es ist. Wenn du jetzt zu mir hier in die Schweißakademie reingekommen wärst und hättest mich ehrlich gesagt, Igor, gib mir eine ehrliche Meinung, so würde ich vorgehen. Ja. Bei Amazon neues, günstiges kaufen, bei eBay Kleinanzeigen immer wieder gucken, wenn ich es nicht eilig habe, da wird sicherlich der eine oder andere Schnapper auftauchen. Man muss natürlich gucken, wie alt ist es, funktioniert es wirklich, ist das ein Markengerät und ja, auch vorher unbedingt mal testen, wenn man so ein gebrauchtes Gerät holt, muss halt dahin fahren.
So, meine lieben schweißigen Freunde, was hältst du von diesem Video? Bringt es dich weiter? Das musst du mir sagen, sonst ja, so kann ich mich weiterentwickeln. Und ja, ich habe euch natürlich lieb. Bis dahin. Ciao.